Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Build. Und zwar dieses Mal natürlich wieder mit dem Fantasy House. Ja, ich habe mir natürlich alles durchgelesen, was ihr so geschrieben habt und kritisiert habt. Und natürlich bin ich ähnlicher Meinung, was diese ganze Shader-Sache angeht. Aber ich muss sagen, ich hoffe, dass es jetzt nur in diesen Parts ist, weil wir halt so dunkles Holz benutzen hier, dieses Darkwood. Und ich denke, das sollte passen. Ich habe jetzt auch die Sprache auf Englisch gestellt, nicht auf Englisch, auf Deutsch. Und das, denke ich, sollte eigentlich alles funktionieren. Ich habe auch, weil ich glaube, jemand hat gemeint, ich soll mir doch mal eher mehr Gedanken machen, das wäre vielleicht sinnvoller. Kann ich natürlich nachvollziehen, nö. Habe ich mir einfach mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht und ich glaube, wir werden jetzt hier direkt mal was reindesignen hier, ne? Hier kann man eine relativ coole Sache reinmachen. Ah, da weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es jetzt gemacht hatte. Ich habe mir also so eine Art zweite Welt gemacht, um mir die Inspiration zu holen. Aber ja, ich glaube, der Großteil wird schon auch hier entspringen. Wäre auch irgendwie nicht so cool, finde ich. Also ich fände es cooler. Was, jetzt habe ich zweimal Glas mit. Perfekt. Perfekt, wirklich. Das hier ist, denke ich, die beste Möglichkeit, weil das stört gar nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Also wenn die Fenster links und rechts sind, vor allem wir machen jetzt hier nämlich was hin, und zwar so. Ein bisschen Inneneinrichtung, ich glaube, den Topf brauchen wir, den Blumentopf. Oh yeah. Und in den Texture Packs sehen manche Blumen so genial aus. Hier die blaue Orchidee und dann nehmen wir uns einfach noch einen Tropenbaumsetzling. Die sehen nämlich auch ganz schick aus. So, hier in den Blumentopf rein. Also ich werde jetzt mein Bestes geben, dass ich hier vielleicht, warte mal, das ist ein bisschen dunkel. Dass ich ein bisschen mit Fackeln gegenarbeite, gegen dieses dunkle Licht. Und dass ich halt, wahrscheinlich dunkles Licht, oder? Das macht natürlich viel Sinn. Gegen die dunkle Beleuchtung hier, dass es nicht so dämmerig wirkt. Warte mal, wie macht man das jetzt am besten? Ich glaube, wir machen die lieber hier rein. Das dürfte besser sein. So. Jawohl. Okay, und hier kommt natürlich jetzt erstmal eine Leiter, aber ich habe es ausgemessen. Also man könnte hier sogar mit einem Block Platz eine Treppe reinbauen. Ihr könnt natürlich auch nur zwei Breite machen, das könnt ihr selber entscheiden. Die geht dann natürlich hier diagonal rüber und das passt dann eigentlich auch ganz gut. So, so, und hier das Ding müssen wir leider wegreißen. Das funktioniert so nicht, weil hier kommt natürlich dann auch nochmal eine Leiter ran, aber kein Ding. Hier kommt nochmal eventuell so eine Art Secret-Sache hin. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das dahin machen können. Ich habe nämlich vor, vielleicht da so einen Balken quer zu ziehen, um hier nochmal was rauszubauen aus dem Haus. Also, dass hier so eine Art kleiner Balkon rausgeht. Aber mal schauen, so eine Art Erker halt. Okay, warum ist hier noch kein Glas drin? What the hell? Egal. So, und was halt nicht so cool ist, ist, wenn man hier auf diesem Block steht, dann sieht das so gequetscht aus mit dem Fenster, deswegen machen wir hier so ein kleines Inlay und dann dürfte das passen. Mal schauen, wo ist sie denn? Die Cobblestone-Treppe. Die finde ich jetzt ja gar nicht hier. Ah. Im Creative. Ah, warte mal, was mache ich denn hier schon wieder? Ich brauche hier natürlich unser gutes. Ich sollte vielleicht mal die Suche mehr benutzen. Hier die Fichtenholztreppe, weil das halt mit dem Boden ganz gut passt. Und es wurde ja auch Birkenholz vorgeschlagen. Kann ich auch verstehen, warum, aber in dem Texture Pack, muss ich sagen, finde ich das nicht so geil. Also, da ist das nicht so hell, wie man es gewohnt ist von Birkenholz. Und das passt dann halt echt nicht so mega. Warte, ich zeige es euch mal ganz kurz. Wo ist es? Wo ist es? Ja, ihr seht, es hat hier so merkwürdige Verzierungen. Also, kann man machen, aber ich habe, denke ich, eine bessere Lösung gefunden. Und zwar nehmen wir hier den wunderschönen und samtweichen Quarzstufen Halbblock. Keine Ahnung, wie ihr es sagen wollt, aber was halt cool ist an dem, ich finde, ja, da hat man einfach nochmal diesen extra Kontrast. Da sieht es auch ein bisschen heller aus hier und das ist nicht so geil, weil hier ist ein bisschen dunkel. Kriegen wir da vielleicht nochmal eine Fackel rein? Hm. An den Seiten oder wo wollen wir sie platzieren? Jetzt lassen wir sie einfach mal hier so und machen mal da eine Truhe hin. Ich meine, die Zeit ändert sich nicht, also es wird immer die gleiche Beleuchtung hier sein. Die Truhe, da ist sie ja. Stellen wir mal hier eine Truhe ab. Oh, die ist aber hell. Schicke Sache. Hier kann man jetzt auch nochmal eine Truhe reinstellen. Und ich glaube, wir machen dann hier auch einfach mal zu. Easy. Easy. Ihr seht schon,
Das ist ganz easy. Das finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich zu sein. Aber ich denke, das dürfte funktionieren. Da schauen wir einfach, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen. Aber hier ist ja jetzt die Frage. Und ich mag es irgendwie nicht, wenn es so gedrückt ist. Deswegen haben wir hier jetzt natürlich auch diese, ja, Stufe nach unten. Aber hier kann man natürlich noch ein bisschen mit etwas arbeiten. Und zwar, das können wir mal kurz noch absägen. Zack, zack. Und hier, wie mache ich da am besten? Das ist jetzt schon fast wieder eine interessante Frage. Also ich glaube, ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt. Ja, das ist jetzt halt, ne, wenn man sich ein bisschen offscreen hinsetzt, dann weiß ich natürlich schon so ungefähr, was ich bauen will. Das ist aber, da müsst ihr mir sagen, wie ihr es haben wollt. Also soll ich alles improvisieren oder soll ich mir doch nochmal überlegen und wie und was und wo? Das kann ich natürlich auch machen. Habe ich euch aber schon erzählt, Leute. Also, klare Sache hier. Da seid ihr gefragt. Okay. Moment mal. Wie war das jetzt nochmal? Hä? Genau, hier, oder? Warte. Ja, genau. Okay. Bisschen durcheinander gekommen. Ich habe leider immer noch nicht das Glück, die wunderschöne Musik mitzuhören. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine deliziöse Musik rausgesucht habe. Das wäre ja sonst eine Schande. So, wir machen hier die mal weg. Aber keine Sorge. Ich finde das einfach nicht so cool. Wenn wir diesen Hexenhaus-Style jetzt eh nicht machen, dann bringt uns das eh irgendwie nicht viel. Und ich glaube, hier war auch noch was noch nicht fertig gemacht. Blende. Ich versuche, wie gesagt, irgendwas nachzubearbeiten. Also, was heißt irgendwas? Halt natürlich das Ganze ein bisschen heller zu machen an den gewünschten Stellen. Aber ich will da mal nicht zu viel versprechen. So, hier kann man auch einen richtig coolen Eingang machen. Oder was heißt richtig cool? Gut genug? Sieht schick aus, finde ich. Also, ich weiß nicht. Da müsst ihr mal eure Meinung geben. Deswegen ist das ja sowieso auf dem Kanal, ne? Sonst könnte ich auch einfach für mich selber bauen. Das wäre halt nicht so cool. So, bauen wir mal ein bisschen raus hier. Boah, ist das laut hier. Ich muss da direkt mal ein bisschen leiser drehen. So, ein bisschen natürlich soll es natürlich schon aussehen. Und dann machen wir hier die Treppe hin. Ich brauche jetzt nochmal die Cobblestones. Und ich finde echt, die Cobblestones sehen so cool aus. Und dass die bei den Treppen auch nicht einfach die gleiche Textur genommen haben. Nein, die haben da sich ein bisschen was gedacht. Beziehungsweise eher. Ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Aber ich würde mal vermuten, dass das mehrere gemacht haben. Oder einer? Pff, keine Ahnung. So, wir machen mal nur eine Fackel hin, weil wir können uns nicht mehr leisten. Es geht einfach nicht. So, hier muss man ja fast schon auch an den Seiten beleuchten, ne? Oh, oh, oh. Ich glaube, am besten würde das aussehen, wenn man das hier so ausfüllt. Und hier fehlt noch was. Good job, dass mir das jetzt auffällt. Das nenne ich mal Professionalität. Oh, hier fehlt ja nochmal was. Ey. Stracciatella Deluxe, oder? Auf jeden Fall klasse. So, ich werde das jetzt natürlich, ihr könnt das so gründlich machen, wie ihr wollt. Ich baue eigentlich auch immer gründlich, aber ich denke, früher, wow. Wow, ja, also die Schuhe, die dürfte da vielleicht nicht unbedingt richtig sitzen. Ich glaube eh, dass wir da nochmal was ausreißen und dann aufreißen und ihr wisst schon, dass da halt das Ganze ausgefüllt ist. Ich meine, von außen und innen sieht man es nicht, also eigentlich ist es Wayne, aber kann man jetzt machen, wie man will, ne? Kann man machen. So, mal überlegen. Ist hier jetzt wieder Holz? So. Ach ja, ist das wieder kompliziert hier. Ja, also hier ist natürlich jetzt direkt das nächste Problem. Ich glaube, wir machen das so. Und Querbalken müssen natürlich drauf liegen, sonst macht es keinen Sinn. Also der Unterschied zwischen dem und dem ist schon ziemlich groß. Auch wenn da der unaufmerksame Zuschauer nicht drauf achtet, aber ihr seid sicherlich alle aufmerksam. So, und hier ist wieder eine richtig coole Sache. Und zwar, wir brauchen eine Trapdoor, beziehungsweise im Deutschen ja die Falltür. Ja, ich weiß schon, ich habe schon gehört, hey, spiel auf Englisch. Ich spiele privat eigentlich auch relativ häufig auf Englisch, beziehungsweise, ja, eigentlich fast immer, aber hey, mich juckt das jetzt nicht wirklich. So, warte mal. Der Farn ist echt gut. Also der toter Busch,
Den kann man auch manchmal platzieren, den kann man aber nicht auf dem Grasblock platzieren. Der ist auch ganz cool, aber das ist dann, denke ich, nochmal eine Klasse größer hier in dem Texture Pack vor allem. Da müsst ihr halt mal schauen, was schön aussieht. Gibt halt manche Blumen, die in Texture Packs überragend aussehen. In dem ist es jetzt zum Beispiel, finde ich den Busch echt ganz geil. Muss ich ehrlich zugeben. So, zack. Zack. Und weil wir hier im Prinzip relativ kleine Sachen nur haben, reicht uns das auch eigentlich so, wie es jetzt momentan ist. Ah ja, ich wollte hier auch noch was weiter bauen. Wir brauchen da mal kurz das gute. Wo haben wir es denn? Die Stufe. Fichtenholz. Und wir müssen uns da jetzt halt einfach treu bleiben, was den Boden angeht, und einfach Fichtenholz verwenden. So. Ups, das war nicht geplant. Und dann hier natürlich auch nochmal drumherum. Was mir halt wichtig ist bei dem Design, ist halt, dass diese Leitern hier in Form von Glas dabei sind. Und zwar hier natürlich. Und ich denke, man kann jetzt, wenn man hier sich eine Fichtenholztreppe nimmt, das wieder so machen, dass es halt einfach sich ein bisschen anschmiegt. Aber das sieht ja schon mal relativ gut aus. Ja. Ja. Kann man lassen. So, hier natürlich dann wieder die Slabs. Und das, ich finde das halt einfach, dann sieht es wieder ein bisschen größer aus, also wieder ein bisschen geräumiger. Aber was auch cool ist, dieser Effekt, dass es hier so eine Struktur hat, dass wir nicht immer diese langweiligen, ja, perfekt abgeschliffenen Decken haben, weil das ist einfach zu langweilig für uns. Das ist uns nicht gut genug. So, hier haben wir jetzt natürlich wieder unsere schöne weiße Wolle am Start. Ah ja, übrigens, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich glaube, das Haus wird relativ riesig. Ich glaube, das wird kein so kleiner Bild, wie ich zuerst gedacht habe. Was? Wo sind jetzt die Treppe hin? Habe ich die da noch gar nicht platziert? Nix gut. Warte mal. Ist das jetzt richtig rum? Ich glaube schon. Ja, ich meine, man kann es ja auch theoretisch so platzieren. Dann sieht es halt wieder so aus, als würde es sich auftürmen, aber ich finde, so hat es was von so einem kleinen Vordach. Ist auch ganz nice, kann man lassen. So, ich muss mich mal ein bisschen beeilen hier, dass wir auch mal was fertig kriegen. Das wissen wir ja schon, wie das geht. Hier die Fenster, da kommt jetzt nochmal das Schwarzeichenholzbrett dazwischen. Und hier der Stamm. Und weil wir ja sowieso jetzt diese Sache machen mit dem Stamm, hier haben wir die Problematik im Prinzip gelöst. Nice. Super. Also ich weiß noch nicht, wo ich da wirklich beleuchten werde, beziehungsweise wie ich mit den Fackeln das machen werde, ob ich da überhaupt Fackeln platziere. Muss ja nicht sein von außen. Aber dann sieht man das von Weitem. Das ist auch ziemlich cool. Vor allem mit Shadern in der Nacht. Oh, richtig. Boah, delicia. Okay, schauen wir mal hier. Fahren drauf. Easy, ich lasse jetzt mal diese Sachen, weil ihr wisst, wie es geht. Vielleicht mache ich es auch einfach offscreen. Oder in der nächsten Folge, wenn ich mal überlege. Weil wir müssen hier noch was hinkriegen. Okay, hier muss ja jetzt wieder die Treppe ran. Und da muss ich ehrlich sagen, also es wäre jetzt irgendwie für mich zumindest blöd, da diese 5 Felder jetzt mit der Treppe auszufüllen, weil das sieht einfach bescheuert aus. Und dann denkt man sich plötzlich, ja, da sind es jetzt 3, dann werden es immer mehr Treppen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Finde ich. Und dann, ja, ist es, denke ich, am besten, wenn man es so macht. Ist das jetzt zu hoch? Das ist jetzt ja 3 Blöcke hoch. Ich glaube, wir beleuchten das da auch auf 3 Blöcken Höhe. Das dürfte vielleicht sogar besser kommen. Wobei, ist das jetzt schöner? Gute Frage, Leute. Gute Frage. Ich glaube, das ist hier sogar auf 2er Ebene besser, weil ich meine, die Höhe von dem Stockwerk wird sowieso irgendwie auch größer, merkwürdigerweise. Also ich habe da jetzt nichts dagegen. Dann sieht es auch ein bisschen abwechslungsreicher aus, aber ja, ist einfach eine Feststellung. Unten ist 3,5 in der Mitte, glaube ich. Also 3,5 ist so die Mindestanforderung, die ich stelle. Aber jetzt wird das schon zu 4. 4 ist immer eigentlich ganz gut. 4 mache ich fast schon grundsätzlich in Häuser rein. Aber wenn es dann mal zu 5 wird, Leute, da ist das ja krass, ja. So, jetzt wird da endlich mal was Ordentliches draus. Wir haben jetzt halt wieder nicht diese die umgekehrten Treppen platziert. Die muss ich jetzt auch noch setzen. Okay, so.
Und jetzt kommt nämlich was Cooles. Anstatt dass wir jetzt einfach so lame weiterbauen, ja, machen wir jetzt hier den ultimativen Twist rein, ja. Zack, zack. Ja, und wir gehen jetzt nochmal eins raus. Easy. Easy. Also, ich meine, hier unten haben wir einfach drauf gebaut. Und jetzt machen wir es aber so, dass wir hier nicht... Warte mal kurz. Ist das überhaupt ein Unterschied? Auf jeden Fall sieht es ziemlich anders aus. Also wir sind nicht auf dieser Breite, sondern wir gehen nochmal eins raus. Und was jetzt nämlich cool ist, ich weiß nicht, also im Let's Play von uns ist das eben so, da kann man dann nämlich was Besonderes sehen. Aber hier, warte mal. Jetzt ist wieder hier so eine kleine Problematik drin, aber ich glaube, die lässt sich lösen. Weil wenn wir jetzt nämlich das so machen, dass wir hier nochmal eins rausgehen, dann hätten wir hier theoretisch so ein Loch drin und das ist natürlich nicht gut. Wow. Was sind das für Geräusche schon wieder von Minecraft? Ich hab Angst. Wie lösen wir das? Ich glaube, wir versuchen es mal einfach mit einer Schwarzeichenholzstufe. Ist aber nicht so schick. Moment, dann brechen wir einfach mal ganz kurz das, was ich vorher noch so erklärt habe. Das dürfte dann besser aussehen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Und wir haben jetzt nicht die Problematik, also wir können da jetzt immerhin gut laufen. Das ist schön, das ist schön. Und jetzt kommt eben diese Sache, dass der Balken drüber hinausragt. Weil dann kann man nämlich nochmal das Ganze vergrößern. Und das ist natürlich perfekt, ja. Das ist genau, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr euch das vorgestellt habt. Kann sein. Wenn ihr hier die Genius Boys seid und alles hier predicted. Gerne. Ja, und das ist jetzt, da kommt das zweite Stockwerk, das wird, denke ich, auch relativ interessant. Hier können wir nochmal ganz kurz was machen. Zack. So. Ja, das ist doch, das kann man sich, denke ich, schon anschauen. Also ich weiß nicht, das wird bestimmt noch zwei, drei Parts gehen. Also ich schätze mal noch zwei. Wer weiß. Also sagt einfach, was ihr davon haltet, wo ihr was anders machen würdet. Und dann sehen wir, was wir in der nächsten Folge hier verbessern können. Ich bin schon ziemlich gespannt. Und das war's von dieser Let's Build Folge. Bis zum nächsten Mal bei Let's Build. Ich meine, ja, ich weiß nicht, inwiefern die sich so stark unterscheiden, aber die Idee ist sowieso der Build. Und das, denke ich, funktioniert relativ gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.